Das Thema von heute ist die größte Sorge bei der Wissenssuche. Wir wissen, dass die Wissenssuche im Islam einen riesengroßen Stellenwert hat. Sie ist eine Form des Dschihads. Der Prophet ﷺ hat gesagt: Man kharaja fi talab al-ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Wer auf dem Weg der Wissenssuche rausgeht, nämlich das islamische Wissen, das Wissen von Kitab wa Sunna gemeint, rausgeht, der ist auf dem Weg Allahs, das heißt in einem Dschihad, bis er zurückkehrt. Und der Prophet ﷺ sagt über diejenigen, die Wissen haben: Innal ulama warathatul anbiya. Wahrlich, die Gelehrten sind die Erben der Propheten. Und Allah sagt im Koran: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Diejenigen, die Allah von den Dienern fürchten, sind die Gläubigen. Sind die Gelehrten. Und deswegen, Alhamdulillah, und auch um die Religion zu beschützen, ist es wichtig, Wissen zu lernen. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt: Ad-da'watu jihadu bil-kalbi wal-lisan wa kat yakunu afdal min al-jihadi wal-bil-yad. Die Da'wa, und das ist ja die Wissensvermittlung, ist der Jihad mit der Zunge und mit dem Herzen, der kann wichtiger sein, besser sein als der Jihad mit der Hand. Auf jeden Fall deswegen sind viele Jugendliche, machen sich auf den Weg, wollen lernen, wollen ins Ausland gehen, wollen Universitäten gehen oder bilden sich über das Internet weiter. Das ist heute, mashallah, tabarakallah, eine Möglichkeit, die es früher nicht gegeben hat. Und welche Sorgen sollte man dabei in allererster Linie haben? Erstens, man sollte wissen: Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Der Koran ist ein Beweis für dich oder gegen dich. Das heißt, wenn du vom Koran lernst, wisse auch immer, du wirst danach gefragt, was du gewusst hast. Allerdings soll das keine Demotivierung sein zu lernen, denn wer etwas nicht macht aus Unwissenheit, aber aus einer Unwissenheit, die daher rührt, weil er zu faul war zum Lernen, der ist nicht entschuldigt. Entschuldigt ist derjenige, der unwissend war, ohne eigenes Verschulden. Wer absichtlich nicht gelernt hat, ja, der ist nicht entschuldigt. Ja? Aber man sollte sich immer wieder diesen Hadith vor Augen führen: Al-Qur'anu hujjatun laka wa alayk. Der Koran ist ein Beweis für dich oder gegen dich. Zweite Sache. Der Prophet a.s. sagt in einem Hadith in Bukhari, in Tirmidhi, rahimullah, مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ كَمَثَلُ الَّذِي يَكْنِزُ الْكَنْزَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ. Das Beispiel von denjenigen, von demjenigen, der Wissen lernt und es dann nicht weitergibt, ist wie das Beispiel von demjenigen, der einen Schatz besitzt und von ihm keine Zakat gibt, von ihm nicht spendet, keine Sadaka gibt. Das heißt, es ist deine Pflicht, dieses Wissen zu verbreiten. Das ist nicht nur einfach nur für dich. Allah sagt im Koran: Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil-kitab. Das heißt, wahrlich, diejenigen, die das verheimlichen, was wir von den Verdeutlichungen der Rechte herabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen in dem Buch klargemacht haben, jene wird Allah verfluchen und die Fluchenden werden sie verfluchen. Dann drittens, man sollte beim Lernen immer wieder versuchen, seine Nier, seine Absicht zu reinigen. Und es ist oft so, umso mehr man lernt, umso mehr reinigt man nachher seine Nier, inshallah. Man talaba ilmen mimma yubtagh bi wajhullah la yuridu illa an yanala aradan min ad-dunya la yarih raihat al-jannah. Wer ein Wissen lernt, womit man das angesichts Allahs erhofft, erwünscht, und er lernt dieses Wissen nur, um etwas von der Dunya zu bekommen, der wird den Duft des Paradieses nicht riechen. Deswegen immer Ikhlas bei dieser Sache haben. Wie kann man Ikhlas besonders behalten in dieser Sache? Indem man seine Liebe zur Religion stärkt
indem man versucht, die Religion durch das Wissen zu schützen, indem man Eifersucht bekommt für die Religion. Und diese Eifersucht bekommt man auch, wenn man sich damit beschäftigt, was Negatives über diese Religion geschrieben wird. Und das ist ein Ratschlag von mir. Und indem man sich als Vorbild die Propheten nimmt, ihre Geschichten und sie immer wieder hört, dass das praktisch ins Unterbewusstsein reingeht und man damit lebt und diesen Willen hat, diese Religion wirklich verteidigen zu wollen. Und natürlich, indem man viel Dua macht zu Allah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Der Prophet alayhi salatu sagt: Allahumma ya'udhu bika an ushrika bika wa na'alam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wallah, ich suche Zuflucht bei dir davor, dass ich dir gegenüber Schirk begehe, während ich es weiß. Und ich bitte dich um Verzeihung für das, was ich nicht weiß. Möge Allah uns alle recht leiten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich meine Titel? Die größte Sorge bei der Wissenssuche.